Lass mal hier gucken, wie das ist, wenn man Hunde fegt. Na, wie ist das? Geil. Also für mich, für den Hund, weiß nicht. Wahrscheinlich nicht so. Geht es um sexuelle Handlungen, die deutlich von der Norm abweichen. Sexuelle Handlungen, die deutlich von der Norm abweichen. Triggerwarnung. Dieser Mann fickt Hunde. Deutlich von der Norm abweichen. Nämlich um Sex mit Tieren. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich muss ganz kurz Hallo, ausholen. ich bin Leroy und dieser dicke alte Mann fickt Hunde. Guck doch mal. Na, warum machst du das? Warum fickst du deinen Hund? Oh, geil, In diesem Format hier gibt es, das wissen die meisten von euch, damit wir Menschen ihre Geschichte erzählen lassen und ihnen zuhören. Und wir haben schon so aber viel. ein Hundeficker? Also, ne? Man kann ja alle Fetische irgendwie sich mal angucken und den Leuten mal zuhören, warum sie das machen, aber Alter, der fickt Hunde. Das ist jetzt nicht mal irgendwie übertrieben, der fickt halt wirklich Hunde. Come on, Alter. Lass mal dem Mann zuhören, warum er seinen Hund fickt. Weil er irgendwie krank ist oder so. Geschichten kennengelernt und so viel gelernt über dieses Format oder durch dieses Format. Und heute gibt es aber ein Ich möchte es auch Thema, gerne was. lernen, welche Stellung machst du denn am liebsten mit deinem Hund? Nur von hinten oder legt sich der Hund doch mal auf den Rücken? Sehr unangenehm Ja, ist, das sage ich sofort. Alter. Und ich habe auch wirklich Gänsehaut bekommen, als ich davon erfahren habe. Ich musste auch fast kotzen, als ich den gesehen habe und mir dann vorgestellt habe, dass der Mann seinen Hund fegt. Und trotzdem finde ich es wichtig, auch solchen Menschen zuzuhören, um irgendwie ihre Gedankengänge nachvollziehen zu können. Und deshalb beginnen wir auch heute Wie ist wohl der Gedankengang von einem Mann, der seinen Hund fegt? erstmal mit dem Faktencheck. Zoophilie bezeichnet die sexuelle oder romantisch-emotionale Zuneigung zu Tieren. Dazu Romantische, emotionale Zuneigung zu Tieren. Alter, der fickt halt Hunde. können sexuelle Handlungen zählen oder Vorlieben, die unbewusst oder im kleinen Maße der sexuellen Befriedigung des Menschen dienen. Des Menschen, ne? Nicht des Hundes. Seit 2013 ist es laut Tierschutzgesetz verboten, ein Tier für die eigene sexuelle Handlung zu nutzen oder es für sexuelle Handlungen Dritter abzurichten oder zur Verfügung zu stellen. Aber es ist ja auch romantisch, ne? Er geht vielleicht auch mit dem nett Abendessen und der Hund kriegt dann so leckeren Hundekuchen oder diese kreuzförmige Kaustange, mit der man die Zähne reinigen kann und so. Und danach wird der Hund halt gefickt, aber vorher Candlelight Dinner. Stellen. Wer dagegen verstößt, begeht keine Straftat. Oder was, seit 2013? Ja, das war lange relativ erlaubt, ne? Es war in Deutschland auch, glaube ich, erst 2000 oder so wurde das erst verboten, seine Kinder zu schlagen. Das war auch lange erlaubt. Also, ne, Gesetze sind teilweise schon ein bisschen, ne? Hat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro bestraft werden kann. Ich bin zoophob. Ja. Dieses Ich Gesetz finde es nicht gut, wenn man Hunde fegt. dient zum Schutz der Tiere. Außer in VBT, dann kann man das mal machen, da kann man sich auch MC-Hundeficker nennen, aber sonst, Denn ne? schätzungsweise sind in den letzten Jahren alleine hier in Deutschland mehrere tausend Tiere wegen sexuellem Missbrauch ums Leben gekommen. Das Aber vorher war romantisch auch. war es jetzt mit dem Faktencheck. Ihr seht hier jetzt die Statistik eingeblendet, wie viele von euch da draußen diesen Gerne Sex mit Hunden hätten. Kanal schon unterstützen mit einem Abonnement. Und das Ganze ist kostenlos. Und die Statistik zeigt aber eigentlich, dass die meisten von euch nur zuschauen und es noch nicht getan haben. Also Ich habe dich auch nicht abonniert. Aktiviert den Kanal, abonniert die Glocke. Ihr tut mir einen riesigen Gefallen. Das ist eine große Unterstützung. Danke an alle, die Geil. das schon getan haben. Und ich würde Bitte. sagen, wir haben jetzt genug geredet. Wir gehen los und treffen Michael und Alter, Komet. Michael. Ich habe Michael sogar mal, Michael habe ich sogar mal zum Podcast eingeladen, aber der hat meine Mail nicht beantwortet. Vielleicht nochmal versuchen. Vielleicht ist einfach nur untergegangen. Ich wollte auch mal Impfung machen. Ich glaube, ich wäre aber nicht so ruhig geblieben und hätte irgendwie von romantischer Zuneigung geredet, sondern vielleicht schon mal ein bisschen versucht, ihn zu verstehen, aber auch gesagt, Alter, du fickst halt Hunde, ne? Also, du fickst halt schon Hunde, oder? Also ich heiße Michael Kiok, bin mittlerweile Ich bin Michael Kiok, ich ficke Hunde. 60, wohne jetzt im Moment alleine. Meine Tiere. Ich wohne jetzt alleine, außer dass halt noch mein Hund da ist. Oh, geil, Alter, es ist so eine richtig süße. die ich hatte, sind alle gestorben. Hab in meinem Leben mit Ist das
so ein Roman Reigns oder The Rock oder so Pullover? Zwei Hunden zusammengelebt. Wir sind hier wegen dem Thema Zoophilie, dass Menschen mit Tieren in einer Partnerschaft zusammenleben. Dazu Partnerschaft, ne? Das ist eine Partnerschaft. Hm? Partnerschaft, okay. Also wie Haustier nur mit Ficken halt. Gehört auch, wenn es denn so ist, der Sex, muss aber nicht. Hallo, ich bin Komet, bin 36 Jahre alt und ich lebe mit meinem Partner Shosei zusammen. Okay, Komet, sag mal ganz kurz. Alter, was machst du? Du fickst halt einen Hund? Hä? Du hast jetzt im Gegensatz zu Michael eine Maske auf. Woran liegt das? Ich habe die Maske auf, weil die meisten Leute finden das nicht so gut, dass ich meinen Hund ficke. Auch weil ich anonym bleiben möchte. Warum? Einfach weil es draußen ein paar Leute gibt, die uns gerne das Privatleben versauen möchten. Ich habe so eine Puppy-Maske auf. Ich bin kein Puppy-Player. Und Puppy-Play und Zoophilie haben auch nichts miteinander zu tun. Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid. Ich habe heute natürlich einige Fragen an euch. Für die Zuschauer, es wird auch ein relativ extremes Video, sage ich direkt mal, weil es geht da um eine Beziehung zwischen Mensch und Hund. Beziehung. Und auch um sexuelle Auseinandersetzungen. Alter, du sitzt doch mit einem Pädophilen, sitzt du doch auch nicht da und sagst dann, ja, der ist jetzt hier 50 und die ist halt 10, das ist ja romantische Zuneigung zu Kindern oder so. Da sagt man doch auch ganz klar, nein, Alter, ist scheiße, macht man nicht. Und warum beim Hund sagt man jetzt, na ja, wer weiß, vielleicht. Was soll das? Bin ich Alter. Selber jemand, der da im ersten Schritt mal natürlich relativ wenig von hält, aber... Ja, na, zu Recht. Ich denke, wir werden da heute offen drüber sprechen. Ist nicht erlaubt. Dafür seid ihr hier. Und wenn... Zu Recht nicht erlaubt. Wenn es irgendeine Frage gibt, die ihr nicht beantworten wollt, dann sagt mir das sehr gerne. Müsst ihr dann nicht. Und wenn ihr bereit seid, legen wir direkt los. Legen wir los. Jetzt müsst ihr mir mal... Alter Imp, Pädophil ungleich Kinderschänder. Ja, das weiß ich. Aber ich meine jetzt die Handlungen, ne? Ihr wisst, wie ich es meine. So. Es gibt Leute, die fühlen sich hingezogen und die wissen, dass das nicht gut ist und so. Die tun mir leid. Aber da sagt man halt auch, okay, es ist irgendwie gestört und die Leute sollten sich da behandeln lassen. Und nicht sich dem hingeben und das einfach mal ausprobieren. Genauso bei sowas, Alter. Weil wenn das Gegenüber nicht versteht, was da passiert und das irgendwie geistig nicht ganz verarbeiten kann, was man da macht, dann lass es. Ne? Was soll das? Also ein bisschen erzählen, das wird bei euch vielleicht ähnlich sein, vielleicht auch unterschiedlich. Wie seid ihr jeweils zu dem Thema überhaupt gekommen? Also ich habe einen Hund gesehen und habe eine Latte gekriegt und dachte, warum nicht mal rein da? So bin ich zu dem Thema gekommen. Wann habt ihr euch das erste... Tierquälerei und er zeigt sein Gesicht. Ja, das ist dieser Michael Kiok, der ist relativ bekannt. Den habe ich schon mehrmals gesehen. Der ist auch im Fernsehen gewesen und alles. Der hält auch Vorträge. Also der ist da voll all in. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ich würde es auch nicht machen. Aber also der ist... Der sagt ja, dass es keine Tierquälerei ist. Der sagt ja, dass der Hund das gut findet. Aber der bumst halt seinen Hund, ne? Also erstmal so diesen Gedanken gefasst, okay, eine Partnerschaft könnte ich mir statt mit einem Menschen eher mit einem Tier vorstellen. Komischerweise war während meiner Kindheit so die Traumwelt, die man sich so aufbaut, da kamen nur Tiere drin vor. Und irgendwann, als ich dann so in die Pubertät kam, dann drehten sich aber auch dann meine erotischen Fantasien nur um Tiere, im Gegensatz zu dem, was so die anderen Mitschüler dann im pubertären Hormonrausch dann so von sich gaben, ne? Die auch, weißt du, ne? Ist ja. Und da geht eine Frau mit ihrem Hund Gassi, ne? Und Michael ist da mit seinen Freunden und dann sagen die Leute, oh, guck mal, die Geile da hinten, ui, und Michael sagt, oh ja, echt, oh, geil, und wie sie das Stöckchen gerade gefangen hat, und alle drehen sich zu Michael und sagen, wir meinen, die das Stöckchen geworfen hat, ach so, ja, das, Alter, was, krieg dich, scheiß Fliege, fick dich, ich stehe da richtig drauf, scheiß Fliegen, einmal rein da. Also die Fliege bei, ihr wisst schon. Und, na gut, da konnte ich dann irgendwie nicht so richtig mitreden und dann kommt man sich natürlich schon irgendwie komisch vor. Auch gleichzeitig kommt das Thema natürlich auch mal so in Witzform und so vor und dann...
Kommt doch mal in Witzen vor, dass du halt ein 60 Jahre alter dicker Mann bist, der seinen Hund wiegt. Da gibt es manchmal Witze drüber, warum? Das ist doch ganz normal. So voll in Ordnung. Hat man doch gleich geimpft, dass man irgendwie nicht in Ordnung ist. Dann habe ich versucht, mich so zu verhalten, als wenn ich in Ordnung wäre. Habe also dann die nächsten... Fliegenficken ginge klar, ja, aber ich komme da halt nicht rein. Ne? Also nur, aber man kann sich die Fliege ja in die Harnröhre und dann... Naja. 25 Jahre. Dann meine Regung kontrolliert. Ist aber schon auch süß, ne? Wie romantisch die sich angucken gegenseitig. Ich glaube, der Hund hat auch schon richtig Bock gerade. Herr Nossi hat abonniert. Dankeschön, Herr Nossi, für deinen Prime. Darüber macht man keine Witze, ist nicht gut. Aber es ist schon süß, ne? Das After-Sex-Selfie da, was sie da bei ihrem Ausflug gemacht haben. Kontrolliert und meine Gedanken kontrolliert. Hab dann eine Therapie gemacht. So eine, ja, war eigentlich durch Zufall, nannte sich Reinkarnationstherapie. Und bin dann da dieser Frage nachgegangen, warum ich denn so bin, wie ich bin. Da gab es dann auch eine Antwort. Und dann hat er aber irgendwas gemacht und ich... Reinkarnationstherapie, esoterisch und... Ist er da zu so einem Scharlatan gegangen und hat sich erzählen lassen, dass er im letzten Leben ein Hund gewesen ist und deswegen jetzt geil auf Hunde ist? Ist das, was ich denke? Methode der esoterischen Alternativheilkunde, wissenschaftlich und gesetzlich nicht als Psychotherapie oder Heilverfahren anerkannt. Reinkarnationstherapie, okay. Michael, ist eindeutig, ne? Du willst den Hund bumsen, weil du eigentlich echt selber auch ein Hund bist. Du bist halt ein reinkarnierter Schäferhund. Das ist ja ganz klar jetzt, ne? Los geht's. Ich konnte wenigstens an Frauen denken. Daraufhin bin ich losgezogen und habe eine gesucht, weil ich wollte ja normal sein. Habe auch eine gefunden. Hättest du auch einen Mann nehmen können? Ein Hundesohn vielleicht. 10 Jahre zusammen gelebt. 10 Jahre später ging sie. Also wir waren dann auch verheiratet. Ja, dann bin ich ins Grüne gezogen und dann die Links wird gefummelt, die können es schon gar nicht mehr aushalten. Voraussetzung zu schaffen. Und oh, geil. Dann kam damit auch direkt mein erster Hund zu mir. Wir haben 5 Jahre lang gut zusammengelebt. Also er war 4 und mit 9 ist er dann. Stellt euch mal vor, ihr seid die Ex-Frau von dem. Und seht einfach, wie der gesagt hat, nach der Scheidung keine Frau mehr, nur noch Hunde. Und dann sitzt er da bei Leroy und im Fernsehen. Mit so Bildern. Gestorben, hatte Krebs gekriegt. Wie erinnerst du so die Anfänge des Ganzen bei dir? Bei mir war es am Anfang total, also für mich total verwirrend, weil ich bin so standardmäßig davon ausgegangen, vielleicht bin ich hetero. Das heißt, ich werde vielleicht irgendwo eine Familie haben und so. Und das hat sich aber irgendwie, also es hat sich nie irgendwo eine Beziehung ergeben. Es hat sich auch von mir nie so ein tieferes Interesse für eine bestimmte Frau oder so ergeben. Ich hatte dann ziemlich verwirrendes Erlebnis, als ich mal eine Reitstunde genommen habe. Bevor man eine Reitstunde nimmt. Du dachtest dann, wenn ich das Pferd reite, warum reitet das Pferd nicht auch mal mich? Und striegelt man das Pferd, ja, und alles. Und, geil. Mein Körper hat darauf mit Lust. Dann fasst man dem halt mal unten einen Schwanz so, ne? Macht man halt mal beim Pferd. Lustkopf reagiert. Ja, was zur Hölle ist mit mir und meinem Körper los? Auf das Streicheln vom Pferd. Ja, auf das Striegeln, so die Fellpflege und so alles. Ist das halt schon noch echt geil, so ein Pferd und, zu streicheln. Die Reitlehrerin hat mir damals erzählt, wenn das Pferd die Unterlippe so ein bisschen hängen lässt, dann genießt es das. Und ja, das war so der erste Moment, wo ich es hätte merken können, dass ich wahrscheinlich zu viel bin. Hattet ihr denn so in eurer Jugendzeit irgendwo auch mal eine Freundin oder von mir aus auch einen Freund, irgendwie so eine zwischenmenschliche Beziehung, wo ihr das Ganze ausprobiert habt und ja, da irgendwie so Erfahrungen gesammelt habt? Ja, klar. Ja, klar? Ja, beides. Beides? Also sowohl einmal mit einer Frau als auch einmal mit einem Mann, und in beiden Fällen hat sich für mich herausgestellt, dass dieses besondere Interesse für den anderen. Alter, Pferde stinken so nach Scheiße. Ja, es gibt vielleicht auch Leute, die das gut finden. Dass er für eine Beziehung wichtig ist, dass das nicht da ist.
bei ihm, ich bin jeden Tag aufs Neue fasziniert, wie er in der Lage ist, mich zu lesen, wie er... Ja, der verlässt dich halt auch nicht, ne? Ist ja dein Hund. Kleinste Bewegungen, so wenn ich aufstehe und er weiß, weshalb ich aufstehe. So die Art und Weise, wie er das lernt, wie er versucht... Alter, willst du da einfach zu gucken, wie dein Hund gerade mit Michael fremd geht? Guck mal, da bahnt sich gerade was an. Ist das ein bisschen weird, wenn man so mit zwei Zoophilen da ist? Und dann, das wäre eine Frage, die könnte Leroy doch mal stellen. So, wenn er jetzt sieht, dass Michael, ne, den Hund so wegdrückt von dem anderen und ihn anfasst, ob es da so Eifersucht gibt oder so. Ne, dass man, wenn der so deine Freundin zu doll anfassen würde, dann würdest du auch irgendwann sagen, sorry, ne? Wir sind zusammen, ne? Kannst du bitte nicht da bei meinem Hund an den Arsch fassen? Oder so. Das ist aber bestimmt auch ein bisschen weird, oder? Wenn er mit dem Hund zusammen ist und der andere grabbelt den dann an. Also mich zu verstehen und wie ich versuche, ihn zu verstehen und so, das fasziniert mich jeden Tag. So, sonst macht man das ja ganz casual, ne? Dass man bei den Hunden von anderen mal so, oh, süßer, na, wie geht's? Und dann streichelt man den Kopf oder so. Aber wenn man weiß, der kriegt eine Latte dabei, dann ist vielleicht nochmal, ne? Während das bei zwischenmenschlichen Beziehungen, also zwischenmenschlich ist das nicht so ausgeprägt einfach. Okay. Ja. Hey, aus. Down. Nee. Seht ihr, das ist eine ganz normale Beziehung, ne? Aus, da, Sitz. Macht man halt so in einer Beziehung. Sitz. Hast wieder auf den Boden gekackt. Ja, ich habe meine Plastiktüte dabei. Ganz normale Beziehung halt. Bei mir war das nicht so. Also meine Frau war die erste Beziehung mit einem Menschen. Wie alt warst du da? 28. 28, okay. Das heißt, ihr habt zwischenmenschlichen Geschlechtsverkehr auch schon erlebt, ausprobiert und zwischenmenschliche Beziehungen haben aber insgesamt nie die Erfüllung gebracht, die ihr euch gewünscht habt. Das höre ich so raus. Ja. Ja. Wo ist das eigentlich? Ist das bei Leroy in der Wohnung oder bei dem hier? Weil der will ja nicht erkannt werden. Ich finde es die ganze Zeit weird, was hier für eine komische Deko an der Wand ist. Ist das so Schallisolation oder soll das schön aussehen? Also das ist irgendwie... Eine Schallisolation, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Aber das ist doch irgendwie... Das sieht doch irgendwie echt scheiße aus, oder? Oder dass man hier in so eine Djembe-Trommel irgendwie eine Blume reinmacht, statt darauf rumzutrommeln? Na gut, das geht noch irgendwie. Das ist noch irgendwie ganz in Ordnung, aber... Ich finde es echt irgendwie, ich bin jetzt auch nicht so der Einrichtungsprofi, aber ich finde, das sieht schon echt irgendwie geschmacklos aus. Nun ja, man muss seine ehrlichen Pflichten ja erfüllen. Ja, aber es klingt ja eher wie eine Pflicht, ja. Weniger ja. Wie ja. Eine Freude für dich. Also es ist jetzt für mich also das, der sexuelle Anteil an der Beziehung, der ist völlig untergeordnet. Also für mich ist das Wichtige die emotionale Bindung, die Beziehung. Und für mich ist auch das Wichtige die emotionale Bindung und die Beziehung zu meinem Hund. Wenn es dann zwischen ihm und mir zu Sexualität kommt, dann ja okay, es ist schön, aber es ist nicht so, dass ich jetzt in irgendeiner Form zum Beispiel darauf drängen würde oder es irgendwie bewusst irgendwie herbeiführen würde oder wollen würde in einer besonderen Weise, sondern es ist halt, wenn er es möchte, dann ja, das cool, ist, der Hund möchte freue ich das. Mich. Eindeutig, ja. Aktuell ist es so, dass ich eher nicht möchte. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und er sieht mich, dass er mich freut, dass er sich freut. Ja. Und er macht das halt echt einfach nur aus Selbstlosigkeit so. Ah, heute nicht so Bock, aber wenn der Hund unbedingt will, dann bumse ich den halt. Naja, man tut halt, was man muss, ne? Und mir ist wichtig, dass ich mich freue, wenn ich ihn sehe, dass wir uns vertrauen. Und soll ich sagen, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Nicht die Sexualität. Auch wenn jetzt beim Thema Zoophilie natürlich der Sex irgendwie das eine Thema ist, über das halt diskutiert werden muss. Ja, klar. Aber da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Mich würde jetzt mal interessieren, spielt das jetzt für dich eine Rolle, dass er ein Männchen ist? Oder wäre dir da ein Weibchen lieber gewesen? Ich habe da keine wirkliche Präferenz. Nee. Also für mich vielleicht ist einfach pansexuell, also halt mit Hunden, aber. Hundepan oder Panhund, nennen Pandogs, keine Ahnung. Ist die Beziehung zum Tier wichtig, nicht zum bestimmten Geschlecht. Okay, ihr habt euch irgendwann gegen eine Beziehung mit einem Menschen irgendwo entschieden, weil ihr gemerkt habt, dass die Beziehung zu einem
Tier und da jetzt explizit zu einem Hund, aber anfangs vielleicht auch die Liebe zu einem Ich würde jetzt schon gerne mal wissen, wie oft Pferd oder so, einfach viel und welche Tiere irgendwie geil sind und welche nicht. Ob man vielleicht auch so ein Axolotl bumsen kann oder so, oder vielleicht weiß nicht, ein Vogel oder so, vielleicht so ein Pinguin oder so. Ja, für euch ist und sich also, besser anfühlt. Ja, von entschieden kann eigentlich nicht so wirklich die Rede sein. Also ich bin schon der Ansicht, dass das eine sexuelle Orientierung ist. Also auch nichts, wofür man sich in irgendeiner Form entscheidet. Vielleicht ein Guppi, das wäre ja auch was. Sondern halt etwas, was entweder womit man geboren ist oder was sich halt in der frühen Kindheit irgendwie festlegt und dann... Wieso nein, wäre das nicht was für dich? Der Michael ist so ein Süßer. Ist man nun mal zu viel. Und das, ja, kann man sich nicht aussuchen, kann man sich nicht für oder gegen entscheiden. Ja, Stand jetzt ist es... Ist doch wahrscheinlich auch so, wenn die Tiere zu klein werden, dann hat man irgendwann ein bisschen Angst, oder? Ich meine, so Schäferhund, ne, das ist ja so ein Gerät, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie so einen Jack Russell Terrier hättest oder sowas, oder eine Katze oder ein Hamster oder so, dann Hasen, der geht ja kaputt dabei, ne? Das ist offiziell eine sexuelle Störung, so wird's. Vielleicht wär's auch geil mit so einem Gorilla oder so und dann hat er keinen Bock mehr zwischendurch und dann schmeißt er dich einfach durch den Raum oder so. Ein abweichendes Reißt dich durch oder so. Abweichendes Sexualverhalten, so wird's bezeichnet. Die Sache ist, man muss da wissen, in diesen Katalogen war ja auch mal Homosexualität drin. Und das stand da. Ja, und dann, ne, wenn da mal eins fälschlicherweise drin war, dann sind wahrscheinlich die anderen auch fälschlich und dann ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Damals auch unter dem Begriff Homophilie drin. Also ich glaube, das sollte man gleichsetzen. Sein Blick gerade. Ja, es ist halt sowas, was so Konservative oft sonst bringen, wenn die sagen so, Homo-Ehe, was kommt als nächstes? Da will einer seinen Hund heiraten und dann kommt Michael Kiok und sagt, ja, Alter. Oder gleich behandeln. Nee, nicht um gleichsetzen. Homosexualität ist eine sexuelle Orientierung, Zoophilie ist eine andere sexuelle Orientierung. Das kannst du nicht gleichsetzen, aber für sich genommen. Gleichwertig. Die Frage ist, wie wertet man das? Ja, okay. Wie wertet man das? Lass uns doch ein bisschen über die... Frag den Hund doch mal. Willst du das? Ja, bellt. Weiß ich nicht. Kann ja heißen, kann nein heißen. Weiß man nicht. Und diese Beziehung mal sprechen, weil ihr habt schon angedeutet, dass ihr halt zusammen lebt und ein sehr inniges Vertrauen zueinander habt. Er will die ganze Zeit hochgehen. Ja, er will die ganze Zeit hoch. Schluss. Weil du ihn wahrscheinlich darauf trainiert hast, dass er das macht, ne? Down. Komm. Down. Oh, Alter. Ich will jetzt nicht. Nein. Down. Komm. Alter, was ist denn mit denen? Ich glaube, man muss das kurz erklären. Da war kurz ein Schnitt, da haben sie eben einmal, damit der Hund nicht mehr so abgeht oder was. Ja, Leroy, kannst du mal kurz die Kamera ausmachen? Dann können wir mal kurz schneiden. Ich gehe mal eben rüber. Oh. Wusch, Cut. Aber der Hund ist jetzt wieder ein bisschen entspannter. Wie nennst du das? Weil die Zuschauer haben das jetzt nicht mitbekommen. Was denn? Abseits der Kamera habt ihr... Ist das Lecken, was ihr macht? Oder? Also ich nenne es Küssen. Küssen, ja. Ich habe das noch nie gesehen. Also ehrlich, ich habe das noch nie gesehen. Hunde unter sich, die Niederrangigen, die lecken die Höherrangigen auch an den... Ja. Und du bist der höherrangige Hund. Unter Hunden. Die schlecken sich überall ab. Wenn die Hunde sich gegenseitig ablecken, dann kann ich den Hund ja auch ablecken. Warum nicht? Ich würde gerne so ein bisschen... versuchen zu verstehen, wie aus eurer Sicht so eine Beziehung und vor allem auch eine sexuelle Beziehung natürlich mit einem Tier abläuft. Also wie erinnert ihr euch noch an das erste Mal, wo ihr Sex... Euren Penis in den Hund gesteckt habt? Ja, weiß ich noch, war geil. Ja, aber das ist nicht spektakulär. Ja. Also das... Ich find's wahnsinnig spektakulär. Also Hände auf Hände und Knien und warten. Ja. Alter, was? Und warten. Ja, wenn er will, springt er auf. Wenn er nicht will, springt er nicht auf. Wie gesagt, das ist nicht spektakulär. Alter, du legst dich da hin und hältst deinem Hund deinen Arsch hin und sagst, los jetzt, komm drauf. Oh, Alter. Oh, Junge. Er springt auf euch drauf.
Ja, sicher. Okay. Muss man da nicht irgendwie dem das beibringen oder so? Das macht er doch nicht von alleine, oder? Das wird doch nicht jeder Hund machen. Kannst du nicht einmal einen Freund mit einem Hund besuchen und dann legst du dich da nackt auf den Boden und sagst, na los, spring mal drauf. Da musst du denen schon irgendwie beibringen, dass sie das machen, ne? Das ist fast... Andersrum ist das Kopfkino ganz, von anderen Leuten. Ganz, ganz selten und ich denke mal, da das für einen Hund eine absolute Dominanzgeste ist, ist es auch eher fragwürdig. Aber der andere Hund leckt dich doch ab, der ist doch der Rangniedrige. Dann hast du doch eigentlich deine Dominanzgeste, oder nicht? Der hat doch eben gesagt, der Rangniedrigere leckt ab und hat dann ein Foto gezeigt, wie er abgeleckt wird. Und jetzt redet er irgendwas von Dominanzgesten. Das ist doch auch komisch. Also ist er eh schon in einer dominanteren Rolle, wenn du der Besitzer von dem Hund bist, oder? Du hast doch nicht einen Hund, dem du dich unterordnest. Du befiehlst ihm doch, sich hinzusetzen und gibst ihm was zu essen und sowas. Und das ist, also, ja, das Kopfkino ist auf jeden Fall da. So viel steht fest. Der sitzt halt in der Nähe von diesem Michael, guckt den an, sieht den Hund und sagt, das Kopfkino ist jetzt schon da. Ich weiß nicht, also so wie ich aufgewachsen bin, ist das irgendwie, es passt irgendwie noch nicht so 100%. Guckt euch mal das nette Foto an von dem sympathischen Mann, der da mit seinem Hund spielt, bisschen Bällchen wirft. Danach ein bisschen bumsen. In meinem Kopf zusammen. Ist das, also du sagst, ihr geht dann auf alle Vierer und er macht das alles von sich aus. Und ja, von alleine. Oder auch nicht. Oder auch ja, nicht. Oder halt auch nicht, ja. Okay, also ist das ein Angebot, was ihr macht? Ja. Ein Angebot. Nee, nicht so wie der Rundfunkbeitrag ein Angebot ist wahrscheinlich. Ja, davon. Das ist halt, keine Ahnung, wenn ich mit ihm tobe in irgendeiner Weise, dann kommt er schon mal an und versucht halt aufzureiten. So, und dann bin ich halt gerade erstmal noch. Ach Gott, jetzt hilf mir doch bitte. Ich ertrag das alles nicht. Nicht in der Position, in der das funktionieren würde. Und wenn ich dann halt auch möchte, dann lasse ich halt zu. Und wenn er dann nicht kommt, dann bleibt einem nur noch die Sehnsucht. Ja, okay. Ja, das, okay, ich verstehe. Jetzt frage ich mich, ihr beide seid ja also zusammen groß geworden. Du hast ihn aufgezogen, ja. Auch erzogen irgendwo. Und ich versuche das, und der Vergleich hinkt halt unglaublich. Gerade auf der Seite von PETA gelesen. Es gibt in Deutschland eine Gruppe namens CETA, das weiß ich. So viel Engagement für Toleranz und Aufklärung, die offen einräumen, Sex mit Tieren zu haben. Ja, aber CETA und PETA sind jetzt nicht associated miteinander, auch wenn die ähnlich heißen. Ne? Es gab mal so eine Aufklärungsseite, CETA, what is zoophilia oder so. Da war ich mal der einzige Kommentator. Unter so einem YouTube-Video, was die irgendwo gepostet hatten. Who we are? Irgendwie gab es so eine CETA-Ding mit YouTube. General Criminalization, bla bla. Wir werden kriminalisiert, wir haben ja gar nichts gemacht. Wir bumsen halt nur Hunde, was ist das Problem? Nein, ich will euch nicht abonnieren. Ah ja, hier. Während gleich. Vor 4 Jahren war ich da der einzige Kommentator. Oh oh. Ich distanziere mich von CETA und von mir. Ja, lass mal wieder weiter das Leroy-Video gucken. Wo war das hier? Ich versuche es irgendwie auf eine menschliche Beziehung irgendwie zu übertragen. Aber also du hast ja irgendwo auch in der Hand gehabt, wie er sich entwickelt. Und ja. Dementsprechend, ich weiß nicht, erklärt ihr mir das mal. Ich frage das einfach mal so frei raus, weil die Frage ist die ganze Zeit schon in meinem Kopf. Wenn ihr euren Hund füttert und für euren Hund... Wenn ihr euren Hund
füttert. Da seid ihr. Sperrt die Tür auf, ihr sagt, wann es... Du sagst doch, legalisier alles, also auch Sex. Das ist alles wörtlich zu nehmen hier. Das ist Gassi geht, ihr ja, habt automatisch ja irgendwie eine andere Rolle. Euer Hund kann niemals diese Rolle euch gegenüber einnehmen. Und da ist halt so ein bisschen, was heißt ein bisschen, da ist der Unterschied für mich zu einer zwischenmenschlichen Beziehung, weil du halt... Wie Hitler schon gesagt hat, jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen, außer Michael Kiok, der nicht. Menschen niemals in diese, ich kann nichts essen, wenn du mir nichts zu essen gibst, Rolle kommst. Also so eine Position habt ihr. Auf Abhängigkeit meint er, ne? Auf jeden Fall. Und wenn es dann zu so einem sexuellen Akt kommt, oder zu... Schutzbefohlene nennt man das doch auch, oder? Zu so einer Beziehung, was oder auch immer. Oder ist das nur bei Menschen? Glaubt ihr nicht, dass das Verhältnis irgendwo, das Kräfteverhältnis außer Gleichgewicht ist? Und über was macht er Vorträge? Über was wohl? Nee, es kommt drauf an. Wenn er jetzt hingegangen wäre und hätte ihn mit Leckerchen gelockt und immer wenn er aufgeritten wäre, da hätte er ein Leckerchen gekriegt, dann wäre das bestimmt... fragwürdig. Das wäre tatsächlich fragwürdig, ja. Ne? Dann ich würde sagen, es wäre inakzeptabel. Ja, dann wäre das antrainiert. Ja. Ne? So das ist es halt, aber nicht. Und das aus meiner Perspektive zu sagen, für mich war das total wichtig. Also von meiner Seite kam zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form... Kennt ihr den Pavlovschen Hund? Da wird ein Hund immer gefickt, wenn das Lämpchen kommt. Okay. Eine sexuelle Annäherung ihm gegenüber, sondern mir war das wichtig, dass wenn es passiert, dass es seine Idee ist, dass es sein Antrieb ist und dass ich nur derjenige bin, der sagt, ja, okay. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, mit der Kontrolle über bestimmte Ressourcen, wie Gassi gehen. Woof heißt Woof. Gehen und Futter und so, ja. Die hat man, die Frage, also für mich kommt es ein bisschen auf die eigene Einstellung dazu an, weil ich hab ja nicht nur die Kontrolle über die Ressourcen, sondern ich habe auch eine Verantwortung dafür, ihm die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die er braucht. Gleichzeitig habe ich, da wir ja in einer menschlichen Gesellschaft leben und nicht in einer hundischen Gesellschaft, habe ich natürlich die Verantwortung, dass er sich in dieser Gesellschaft zurechtfindet. Ja, aus deiner Sicht verstehe ich das, aber aus seiner Sicht kann es ja niemals zu dem Punkt kommen, dass er sagt, ja gut, okay, ich sehe, Komet ist aufgestanden und ich habe Hunger. So, ich muss, egal wie, um zu überleben, muss ich darauf hoffen, dass so wie die letzten... Das ist schon eine gute Frage eigentlich, ne? ...Jahre, jeden Tag etwas Essen von Komet auf meinem Tisch landet und das... Ja, im Napf, ne? Also wenn ich jetzt... Oder meint ihr, der isst auch am Tisch mit seinem Hund? Wird der so komplett anthropomorph erzogen, dass der Hund da mit am Tisch sitzen darf und dann so seinen Napf oben hingestellt kriegt? Sagen wir mal umgekehrt. Ich gehe nicht arbeiten und meine Partnerin geht arbeiten. So, dann könnte man auch sagen, ich bin irgendwie von ihr finanziell abhängig. Aber ich werde immer irgendeinen Weg finden, dass ich rausgehe und sage, okay, so fahr, ne? Rausfahren. Supermarkt oder was auch immer, ich gehe selber arbeiten. Also er kann dich ja gar nicht so sehen, wie ich jetzt irgendeine Frau sehen würde. Ja, ich würde auch widersprechen, dass die Perspektive, also ich verstehe die Perspektive, die du beschrieben hast. Ich würde aber widersprechen, dass ein Hund so denkt. Sondern für ihn ist das mehr so eine Selbstverständlichkeit. Er kennt es halt so, dass er zweimal am Tag sein Futter kriegt. Wenn das mal aus irgendeinem Grund nicht so ist, weil ich aus irgendeinem Grund gerade noch eine andere wichtige Sache habe, dann jaut er mir die Ohren voll, bis ich sage, ja, okay, unterbreche ich das Wichtige, was ich eigentlich gerade tun muss, und gebe ihm erstmal das Futter. Ja, er fordert es dann in einer Weise, in der ich das nicht ignorieren kann. Mhm. Also, ja, weil du es nicht übers Herz bringst, aber du könntest es, selbstverständlich könntest du es ignorieren. Also du hast wenn ich herzlos wäre, könnte ich es theoretisch ignorieren. Ja, aber es geht ja darum, ob du die, ja, also... Das ist dann die Beziehung, ob die gut oder schlecht ist. Also 80% der Zeit bist du ein ganz normaler Hunde, Alter. Menschliche Beziehungen gibt es ja viele. 80% der Zeit, also dann, ne? So oft, okay, haben wir die Frage geklärt. 80% der Zeit ist ein normaler Hundehalter und 20, ne? Könnt ihr euch denken, Kopfkino. Die schwierig sind, ne? Hat jeder vielleicht auch schon mal erlebt. Oder hat er 98 gesagt? So, ne? Gehört ja einfach dazu. Viele von den Zuschauern zu Hause kennen das ganz genauso. Gibt toxische Beziehungen, gibt alles. Aber wenn die Beziehung dann schlecht ist,
98, okay. Also 2% vom Tag ist Hundebumsen. Ist der Hund nach wie vor in der Situation, oder dass er ablecken oder was auch immer irgendwie Kontakt zu dir braucht? Der kann jetzt nicht sagen, alles klar, Komet, ich bin jetzt mal eine Woche weg und du kommst erstmal klar auf dein Leben. Das kann er ja nicht machen. So, mhm. Das, die Wahl hat er so nicht. Und deshalb glaube ich, kann man den Punkt, dass er von dir abhängig ist, den kann man so kaum entkräften. Objektiv gesehen ist er da auf jeden Fall in einer schwächeren Position. Wie geht ihr mit diesem Vorwurf der Tierquälerei um? Das, ja, das steht ja immer wieder im Raum, denke ich mal, dass ihr als Menschen da eine übergeordnete Rolle habt. Und erklärt er gerade, wie ein Haustier funktioniert. Schön, dass du dazugekommen bist. Wenn du den Rest vom Video noch nicht gesehen hast, ist diese beiden Menschen haben Sex mit ihren Hunden. Der hier macht da sogar seit Jahren Vorträge und kommt ins Fernsehen und der will nicht erkannt werden, weil er meint, es gibt Leute, die das komisch finden und deswegen ne, will er nicht erkannt werden. Aber er sagt halt immer, hier dein Haustier, du fütterst das ja, ne, und machst dem irgendwie, gehst mit dem Gassi und so. Und die sagen, naja gut, aber es ist trotzdem eine Beziehung, ne? Euren Hund dazu bringt, Dinge zu tun, die andere Hunde jetzt nicht tun. Ja, also erstmal würde ich widersprechen, dass wir Hunde dazu bringen, was anderes zu tun sollen. Vielleicht ist das auch einfach nicht Beziehung, sondern Haustier plus oder so. Wie Freundschaft plus, nur halt mit Tieren, ne? Eigene Handlung. Und ansonsten gibt es einfach, also ich sehe keine faktische Grundlage für den Vorwurf. Woran erkennt ihr, dass der Hund euch liebt? Weil ich will gar nicht... Kann man eigentlich Geschlechtskrankheiten von Hunden kriegen? Also so rein pragmatisch gesehen, wenn der Hund da draußen beim Gassi gehen anderen Hunden irgendwie am Arsch rumschnüffelt und vielleicht da mal draufspringt oder sowas. Wer weiß, was der Hund sonst noch so macht. Kann der dir irgendwas geben? Ist es ungesund vielleicht? Ich weiß, dass das Hunde-Aids oder so. So wie das auf der Straße, wie man das immer sieht, dass ein Herrchen auch seinen Hund liebt und umgekehrt, aber halt so keine partnerschaftliche Liebe. Woran erkennt ihr bei euren Tieren, dass die ja praktisch mit euch verheiratet sind oder wie ihr das dann am Ende? Ah, das hat vielleicht doch dieser Mann aus Uganda gemeint, wenn der jetzt gesagt hat: LGBTQ, where is the age? Vielleicht meinte der Hund einfach, wer weiß. Ich glaube, der hat hetero gesagt, aber... Wackeln die dann mit den Ohren oder so? Gibt's irgendwas? Why you fuck dog? Wo ihr sagt, okay, da merke ich zum Beispiel bei ihm eindeutig, okay, er ist jetzt richtig warm. So. Er hat jetzt gerade... Sie fassen schneller Vertrauen zum Zoo, ist mein Eindruck. Und ansonsten, der Hund zeigt das durch körperliche Nähe. Okay. Also wenn ich mich abends ins Bett lege, legt er sich dazu. Ja, aber das ist ja bei meinem besten... Ja, das machen aber normale Haustiere auch. Oh, der Kater ist zu mir ins Bett gekommen und mag es, wenn ich ihn am Kopf streichel. Dann will der wohl bumsen. Vielleicht auch nicht. Ein Freund, der einen Hund hat, exakt genauso. Der Hund schläft auch im Bett. Ja, es ist aus Sicht... Also aus... Hey, meint ihr, der wollte was von mir? Ich habe manchmal mit Katzen zusammen gewohnt und die sind manchmal auch zu mir ins Bett mit dazugekommen. Und wenn man den Kopf gestreichelt hat, haben die geschnurrt. Meint ihr, die wollten eigentlich, ne, weiß, ich dachte, die wollen nur so ein bisschen streicheln und spielen und so. Aus Hundeperspektive? Nein? Okay, ja, gut. Nicht, dass ich das mir irgendwie falsch, dass ich das falsch aufgefasst habe. Ich sehe da auch nicht den Unterschied. Helft mir mal, ich versuche irgendwie rauszufinden, in welchem Moment ihr sagen konntet, der Hund ist in mich verliebt und ich, also dass ich weiß, ich bin in den Hund verliebt, okay, aber wo konntet ihr dann sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit? Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Also. Wie gesagt, das sind tausend Kleinigkeiten. Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal, ist er deutlich, deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Nach eurem ersten Mal Sex? Nach unserem ersten Mal war es so. Also das ist ein Verhalten, das sich bei ihm geändert hat. Also das kommt vielleicht noch, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also nicht jedes Tier hat Lust auf irgendeine Form von Sexualität mit Menschen. Es gibt Tiere, da stellt sich heraus, die haben da überhaupt keine Lust drauf. Aha. Und dann ist es eben normale Mensch-Tier-Beziehung, die halt nie sexuell wird. Okay.
Und das lasst ihr dann aber auch so verstehen und sagt, okay. Ja, also ich kenne einige Zoos, bei denen das so ist. Der Rüde oder die einige Zoos, Alter. Dann hatte kein Interesse. Hat das so kommuniziert und dann ist das auch so zu respektieren. Hattet ihr denn schon mal... Alter, werde ich jetzt hier exposed, dass ich das gewesen bin, der da mit Leroy geredet hat? Ich schwöre, ich war das wirklich nicht. Nein. Nein. Also ich habe keinen Hund, ich bin nicht dieser Mann. Das hat okay, eine Maske also auf, aber ich, unter der Maske bin bestimmt nicht ich drunter. Das ist irgendwer anders. Er hat halt nur auch die gleiche Haarfarbe und so. Aktiv geworden. Ja. Okay. Ja. Also Cassie wollte ab und an masturbiert werden. Dann kam sie an und hat sich so an meinem Kopfende so mit den Vorderbeinen aufs Sofa gestellt und meinen Arm unter ihren Bauch gezogen. Dann habe ich halt die Hand hingehalten und sie hat dann drauf rumgeritten, also gerieben und dann auch geguckt, dass der Finger dann auch drin war. Das ging dann so 10 Sekunden und dann sprang sie wieder weg und dann war gut. Ja, es ist super viel Neues. Ne? Wenn ich mal sprachlos bin, nimm es mir nicht übel. Ich habe sowas ehrlich, ich habe das noch nie gehört, dass ein ja, zu Recht. Hund von sich aus irgendwie sagt, ich schwöre, der Hund hat sich wirklich auf meinen Finger draufgesetzt. Ich habe dann mich nur hingelegt aufs Sofa, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre wirklich. Ich will einen menschlichen Finger in der Körperöffnung haben, um in dem Fall masturbiert zu werden. Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde das halt irgendwie anders interpretieren, weil Hunde haben sich auch schon öfter irgendwie an mir gerieben. Sodass ja, die wollten Leroy, ne? Die wollten. Kommt vor, ich habe jetzt keine Berührungsängste gegenüber Hunden und dementsprechend, ne, dass die... Ja, nach der Folge wahrscheinlich schon. ...einen mal abschlecken, dass die mit dem Schwanz wählen oder sowas, das kenn ich auch. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fragen aus der Community. Das heißt, die Zuschauer wussten, dass wir uns treffen. Und ein paar hatten die Möglichkeit, eine Frage einzuschicken. Wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich euch auch noch ein paar von diesen Fragen stellen. Ja, klar. Ja? Die erste Frage. Wie haben eure Eltern reagiert und wie habt ihr euch geoutet? Ich habe meine Mutter damals sehr früh über diese, dass ich mich das frage, ob ich zu viel bin, eingeweiht. Sie fühlt sich da bei dem Thema nicht so ganz wohl und sie... Hä, warum? Die will vielleicht will die auch einfach Enkelkinder und keine Enkelwelpen oder so. Hat auch so ein bisschen Angst, dass das möglicherweise... Kinder gibt und dass dann die Animal-Human-Hybrids rauskommen, von denen Alex Jones immer erzählt. Negative, ne? Folgen für die Familie hat, wenn ich mich oute. Das ist auch noch so ein Grund, warum ich halt anonym bin, weil ich das halt auch respektiere. Kommt nicht so gut an in der Gesellschaft, wenn man sich da outet, ne? Ja, aber ich kann mit ihr heute offen darüber sprechen. Okay. Oh, hallo Mama, ich habe gestern wieder meinen Hund gebumst. Ja, was gibt's zu essen? Deiner Familie? Also vermutet haben sie es schon lange. Meine Mutter war da eigentlich sehr konventionell, was wird die Gesellschaft denken. Und sie liest nie die Bild-Zeitung, es sei denn, sie ist in Urlaub. Dummerweise war sie gerade in Urlaub, als ich drin stand. Ach, du warst schon in der Bild-Zeitung? Okay. Ja, ja. Unter dem Titel, ich habe meine Frau für einen Hund verlassen. Aber dein Vater oder deine Eltern haben... Da hat die Bild dann aber ja ausnahmsweise mal nicht so ganz gelogen. Diese Schlagzeile gelesen. Meine Mutter hat das dann gelesen. Ja. Mhm. Daraufhin rief sie mich an. Daraus wurde dann ein Dreiviertelstundengespräch. Und naja, wir sind dann als Freunde auseinandergegangen. Und danach war es aber kein Thema mehr. Also sie hat sich nicht wohlgefühlt mit dem Thema. Hey, warum und, nicht? Wollte da auch nicht so drüber reden. Aber gewusst hat sie es dann. Offiziell zumindest auch. Habt ihr auch einen Kinderwunsch? Mit Nein. euren Tieren irgendwie verbunden. Hä, wie soll denn das gehen, Alter? Was sind das? Was ist das für eine Community? Hallo, ich bin's Leroy. Nächste Woche rede ich mit 2 Leuten, die ihre Hunde bumsen. Und die Community so, ach ja, schön, ja, wollt ihr Kinder mit denen? Was sind das für Kinder? Hä? Weil Sex, Nein. Fortpflanzung. Nein. Also ja, wie, hä? Biologisch ist es auch nicht möglich. Ach, also, echt? Ich meine, wir haben... Außer für Alex Jones bei dem, ne? Aber der hat halt auch eine Schraube locker. Gehen das zwar irgendwie, weiß nicht, zwischen Mensch und Hund immer noch irgendwie 98% oder so gleich, aber... Alter, was macht der denn? Der haut den ja die ganze Zeit so. Da wir unterschiedliche Chromosomenzahlen haben, ist es sowieso... Was ist denn mit Michael und dem Hund von dem anderen Kerl? So unterschiedlich, ist es sowieso nicht möglich,
Dann wird das gerade ein bisschen aufdringlich, weil er bekommt jetzt gerade die Aufmerksamkeit, er denkt jetzt, dass das Spiel ist und jetzt will er erst recht. Und also Kein Kinderwunsch. Kein Kinderwunsch, Ende aus. Gut. Ja, geht ja auch nicht. Ne? Können wir so festhalten, würde biologisch auch nicht funktionieren. Hier schreibt jemand... Danke, dass ihr euren Bildungsauftrag ernst nehmt bei Funk und den Leuten mitteilt, dass Hunde und Menschen gemeinsam keine Kinder kriegen können. Auch nicht ein männlicher Hund und ein männlicher Mensch, das geht erst recht nicht. Aber auch sonst nicht. Solange es nicht ausgeübt wird, wie bei Pädophilen, ist alles in Ordnung. Sobald es ausgelebt wird, empfinde ich Ekel und Hass gegenüber der Person. Das ist jetzt keine Frage, aber vielleicht könnt ihr mit dem Kommentar was anfangen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Irgendwas in die Richtung? Ja, schon öfters. Ja, den Vergleich mit der Pädophilie. Oh, hallo, der Junge mit Hund von Monika. Cool, dass du im Chat bist. Was macht der Hund von Monika so mit dir? Nee, den finde ich nicht angemessen. Ja, jetzt mal ganz klar. Da geht es darum, dass man schwächere... Aber Zebras bumsen auch Pferde. Ja, aber Zebras sind ja auch angemalte Pferde, habe ich bei YouTube gelernt. Bei Truth Investigation bei Nadia, dass einer immer hingeht und die Pferde anmalt. Und deswegen, Zebras gibt es eigentlich nicht so in der Natur. Da muss immer einer kommen und die anmalen, sonst passiert das nicht. Ausnutzt oder missbraucht. Ja? Erklärt es vielleicht einmal kurz. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Also wo der Vergleich hinkt, wenn du deinen Hund aufziehst und das könnte genauso dein Sohn sein, den du aufziehst, ist jetzt, glaube ich, das, was dahinter steht. Er hinkt an ganz vielen Stellen. An der ersten Stelle, an der er hinkt, ist es ein... Es hinkt an der Stelle, dass der Mensch zum Beispiel, ne, sobald er halbwegs reden kann, kann er sagen, was macht Michael da immer mit mir? Ich finde das nicht so gut. Und der Hund, der kann das halt nicht sagen. Ne? So vielleicht... Liebling, ich habe die Hunde gefickt. Das kenne ich noch, das ist aus den 90ern, so eine Serie, ne? Ein Kind hat keine entwickelte Sexualität. Er ist ein erwachsener Hund. Er hat eine Sexualität, er hat ein grundsätzliches Interesse an Sexualität. Mit anderen Hunden, ja. Wenn er nach dem ersten Mal wiederkommt und wieder will, ist das doch ein klares Zeichen, dass ihm das gefallen hat und nicht, dass er irgendwie dadurch eine Traumatisierung erfahren hat. Während das bei Kindern so ist, dass die eine Traumatisierung... Gibt ja auch Stockholm-Syndrom und sowas, ne? Traumatisierung erfahren, häufig auch erst viele Jahre später. Weil sie es im Kleinkindalter haben sie es noch nicht verstanden, was da passiert ist. Irgendwann in der Pubertät verstehen sie es dann und dann entsteht die Traumatisierung. Aber es geht da, glaube ich, darum, dass die Frage im Raum steht, ob der Hund nicht gefügig gemacht wurde. Und das geht auch, das haben wir hier auf diesem Kanal auch schon erlebt, das passiert auch bei Kindern, dass sie gefügig... In dem Fall Stockholm-Syndrom. Gag. ...gefügig gemacht werden und deshalb dann Verhaltensmuster an den Tag legen, die gar nicht zu ihnen jetzt so passen. Wie gewährleistest du, dass du den Tieren nicht wehtust? If it doesn't fit, don't push. Was? Das musst du kurz erklären. Was? Fit, don't push. Das musst du kurz erklären. Also wenn es nicht passt, dann drück mich noch nach. Auf den sexuellen... Ja, nett von dir, danke schön, Michael. Auf den sexuellen Akt, ja. Okay. Ach Gott, jetzt hilf mir doch bitte. Ich ertrag das alles nicht. In meinem Szenario ist es ja eher so, dass die Schmerzen eher auf meiner Seite sind. Ja. Also aufgrund der Anatomie beim Hund, so. Das ist die Gefahr der Schmerz, den ich spüre. Also er hat da keinen Schmerz. Ich kann davon ausgehen, dass er den nicht hat, aber wenn ich da nicht auf mich vorachte, dann habe ich den Schmerz. Das heißt, du musst da was dehnen. Also was Komet damit sagen will, ist... Ich bin nicht derjenige... Oh ja. Ich muss vorbereitet sein, ja. Okay, was machst du da, um vorbereitet zu sein? Naja, dehnen. Okay. Aber das macht man nicht einen Tag, sondern das ist so ein, naja, über Wochen, über Monate. Der Hundepenis hat am Ansatz einen Knoten. Was? Der Knoten ist faustgroß. Alter! Faustgroß. Ja. Alter! Alles klar. Was? Muss ich noch mal schreiben. Alles klar. Also die Gefahr der Verletzung ist eher auf meiner Seite und nicht auf seiner Seite. Oder auch die Gefahr irgendeiner Schmerzen ist auf meiner Seite und nicht auf seiner. Wenn du Glück hast, ist er ganz drin. Wenn er zwischendrin stecken bleibt, dann gibt es da so einen Hydraulikeffekt. So einen hydraulischen Dehneffekt. Ja. Das ist zu viel Information, ich sehe schon. Okay.
Gott, jetzt hilf mir doch bitte. Also die Beschreibung war schon echt, das hat schon das Ganze nochmal aufgewertet. Wir haben noch gut 3,5 Minuten. Aber ich merke auch schon, mein Hund, der wird gerade ganz verrückt in der Ecke. Ich glaube, ich muss gleich mal zu dem. Mein Hund spielt im Nebenzimmer DS und der langweilt sich langsam. Ich glaube, der braucht gleich meine Zuneigung. Lass mal weiter Michael Kiok gucken. Das klingt schmerzhaft. Das klingt sehr schmerzhaft. Ja, deswegen also ihr macht das ja freiwillig irgendwo, ne? Ja. Und es erregt euch auch, wenn das dazu kommt. Nee, ich finde den Teil schön, wo er dann bei mir auf meinem Rücken liegt. So, wenn er da. Das ginge ja auch ohne, ne? Dann entspannt ist. Auf den Teil davor könnte ich auch verzichten. 30 Minuten geht das dann? Bis zu. Und das geht dann so lange, bis der Hund in euch ejakuliert? Das tut er die ganze Zeit. Das passiert dann die ganze Zeit. Was? Ach so. Das ist ein Hund hat einen sehr, sehr langen Orgasmus. Das ist nicht wie bei Menschen, wo es noch ein paar... Die ganze Zeit? Heinrich hat abonniert. Danke, Heinrich, für dein Prime. 6. Monat ist der wichtigste. Ein paar Sekunden, also wo es dann kurz darauf dann schon gleich wieder vorbei ist. Und das spürt ihr dann die ganze Zeit? Und das spürt man, ja. Okay. Also auch den Herzschlag spürt man und so Sachen. So, Männers, jetzt habe ich aber noch eine wichtige Frage an euch. Was würdet ihr persönlich... Stell dir vor, im Krankenhaus finden die das. Ja, das... Hat der da irgendwas und dann operierst du den und schabt man da was raus und sagt, ah, hier, DNA-Test, Hunde. Euch wünschen oh, Junge. Von den Menschen da draußen, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Also ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch. Naja. Der sich in einem Punkt unterscheidet. Dass er Hunde fegt. Von vielen anderen. Aber ich bin halt nicht bloß dieser eine Punkt, sondern ich habe ganz viele Eigenschaften, die man gut finden kann oder auch nicht gut finden kann, wie bei jedem sonst auch. Und von daher, wenn man... Kocht auch nur mit Wasser, ne? Nicht bloß diese eine Eigenschaft von mir sehen und beurteilen will, sondern alle anderen auch, dann mag man mich gerne kennenlernen und sich dann ein Urteil bilden. Also ja, ihr habt ja jetzt uns beide ein bisschen gehört, ihr habt ihn hier ein bisschen gesehen, wie er mit mir interagiert, wie er so drauf ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen, dass das gewisse Vorurteile, die gegenüber uns eventuell existieren oder verbreitet werden, dass die sich zumindest an unserem Beispiel nicht halten lassen. Und wenn aufgrund dieses Videos irgendjemand den Mut fasst, sich vielleicht bei seinen Eltern zu outen oder wenn die Eltern bei dem Outing ihrer Kinder... Ja Leute, wollt ihr vielleicht euch vor euren Eltern mal outen? Ihr könnt es einfach machen. So, das ist eigentlich ganz normal. Wir leben im Jahr 2021, ne? Und das ist jetzt langsam normal geworden. Dadurch ein besseres Verständnis haben oder wenn ein Wissenschaftler vielleicht inspiriert ist, Forschung zu betreiben, damit wir Zoophilie vielleicht auch alle, also gemeinsam besser verstehen, dann wäre aus diesem Video eigentlich schon eine ganze Menge gewonnen. Ich weiß, dass da draußen auch super viele Menschen eigene Haustiere haben und denen so ein Video und so ein Thema auch sehr schwer fällt. Und deswegen an alle Zuschauer, ich weiß, was ihr jetzt gerade denkt. Besser nicht, ne? Bitte. Ich muss selber für mich sagen, ich kann diese Gegenpartei auch sehr gut verstehen. Wichtig ist aber, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen, weil das wird immer nur zu weiteren Klüften und weiteren Schwierigkeiten führen. Und da habt ihr heute einen wichtigen Schritt getan. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Und ich bleibe mit den beiden auf jeden Fall in Kontakt. Das eröffnet die Tür für euch, dass wenn ihr weitere Fragen habt, ihr die gerne unten reinschreiben könnt und wir uns dann vielleicht nochmal sehen für einen zweiten Teil. Ja, wäre cool. Können wir schauen. Liegt an euch. Und ja, euch danke ich jetzt erstmal, dass ihr so lange zugeschaut habt, Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Kanal noch nicht aktiviert habt, dann holt das jetzt nach. Aktiviert den Kanal, abonniert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Oh. Ist das ein Witz, dass er das andersrum sagt? Warte, hier sind noch zwei andere Videos eingeblendet. Eins von mir und ein weiteres Funkvideo zu diesem. Kindheit im Krieg. Oh, jetzt auch mal, ne? Auch was Seriöses.
Jetzt, wo wir über das Thema geredet haben, ich hab nicht nur das gemacht, ich habe auch seriöse Videos. Philipp Schlaffer hat kommentiert mit: Stark, Leroy, trotzdem als Hundebesitzer schwierig anzuhören. Ja, verständlich.